Herzlich willkommen zum Video. Ich heiße Felix und heute wird es wieder höchste Zeit für ein Update zu Optimus, da mein letztes Video schon wieder 8 Tage her ist und ich gefühlt mit den ganzen Informationen, die hier neu sind, schon wieder ein komplettes 30 Minuten Video füllen könnte. Erstmal generell, was ist passiert? Und zwar, wir sind zum V3 Contract rübergemoved. Ihr solltet eure OP2 Token migrieren. Ich werde das in diesem Video zeigen, wie das Ganze funktioniert. Zudem werde ich nochmal auf die Arbitrage-Möglichkeiten hier eingehen, die hier aktuell immer noch sehr profitabel sind. Ich habe davon auch schon einige Profite gemacht, werde euch das gleich im weiteren Verlauf des Videos zeigen, wie man eben genau davon profitieren kann. Unter anderem wollte ich hier am Anfang auch noch gleich zeigen, dass das Projekt jetzt einen YouTube-Channel hat, wo alle Tutorials, wie man was macht, dargestellt sind in sehr übersichtlicher und einfacher Form. Also wirklich für jeden Anfänger Schritt für Schritt hier im Detail durchgegangen. Schaut da gerne mal rein, falls euch meine Videos hierzu nicht ausreichen. Das hier nur als kleiner Hinweis. Dann wollen wir uns anschauen, warum sind sie jetzt in den V3-Contract gemoved? Warum schon wieder ein neuer Contract? Und zwar sehen wir das Ganze hier im Discord. Ich kann euch nur empfehlen, hier in diesen Discord beizutreten, um über die neuesten Infos auf dem Laufenden zu sein. Und zwar sagen sie hier, der größte Punkt, warum sie in den V3-Contract gemoved sind, ist Security, also Sicherheit, dann Advanced Functionality, also fortgeschrittene Funktionen. Und unter anderem soll das Ganze zu einem DAO umgebaut werden. Wer nicht weiß, was ein DAO ist, eine dezentrale autonome Organisation, bei der quasi alle Tokenhalter Votingrechte haben und quasi über die weitere Zukunft des Projektes anteilsmäßig an deren Tokenanzahl mitentscheiden können. Des Weiteren hat DeFi Dude in seinem Video angekündigt, dass der Token vermutlich bald auf Binance gelistet wird. Die Marketingkampagne hat entweder schon gestartet oder wird Ende dieser Woche noch starten. Und die KI der Trading Bots wurde optimiert, sodass das Ganze quasi aggressiver in den Markt reingeht und wir so schnellere Preisanstiege sehen könnten, wo wir gerade bei Preisanstiegen sind, wenn wir uns jetzt den aktuellen Chart des OPT3 Coins anschauen. By the way, ihr könnt die Tokenadresse im Discord hier nachschauen. Das ist diese Adresse hier. Bitte sucht euch diese Adresse immer nur aus den offiziellen Kanälen. Also ich würde wirklich empfehlen, geht in diesen Discord rein und geht immer nur auf diese Adresse, damit ihr nicht auf irgendwelche falschen Token bzw. Adressen hier reinfallt, da sehr viele Scammer unterwegs sind. Zurück zum Chart, wir sehen es, der Preis ist wieder stabil. DeFi Dude hat auch in seinem Video angekündigt, dass er voraussichtlich bis nach dem Wochenende, bis Ende der Woche, quasi einen Preis zwischen 1,80 Dollar und 2 US-Dollar hier erwartet. Ich bin mal gespannt, ob das Ganze wirklich so eintritt mit dem aggressiveren Trading jetzt hier. Wir sehen, die Liquidität ist bei 3,2 Millionen, allerdings ist das noch nicht die vollständige Liquidität. Hier fehlen anscheinend circa noch eine halbe Million bzw. 600.000 US-Dollar. Die sollen noch hinzugefügt werden. Das allerdings wird noch passieren. Wir haben Market Cap von 48,7 Millionen. Und wenn wir uns meine aktuellen Statistiken hier anschauen und uns mal in den Account einloggen, dann sehen wir auch, wenn ich meine Wallet hier connecte, dass ich jetzt hier aktuell in Anführungsstrichen nur noch 220 OPT3 Coins halte, da ich eben sehr viel am Traden war in den letzten Tagen und das sehr profitabel war. Ich werde natürlich wieder zukaufen, aber werde jetzt erstmal die weitere Preisentwicklung abwarten, ob das Marketing wirklich so reinkickt, wie es soll. Ansonsten ist nämlich zu erwarten, dass viele Leute ihre Token verkaufen, da sie enttäuscht sind und ich dann wieder die tieferen Preise einkaufen kann. Das ist jetzt aktuell meine Strategie. Also ich bin hier wirklich ein bisschen am Gamblen, da ich mein initiales Investment hier jetzt schon lange raus habe und hier aktuell wirklich nur noch mit House Money spiele, um mich das eben in diese Position bringt, hier größeres Risiko einzugehen. Dann habe ich ja gesagt, ich will euch zeigen, wie man seine Token, seine OP2 Token in den V3 Contract bzw. in die V3 Version rübermoved. Und zwar geht ihr dazu oben einmal auf V3 Contract, müsst das Ganze einmal enablen. Ich würde euch dazu, wenn wir uns das Ganze hier beispielsweise mal anschauen, ich mache euch das einmal vor, eure Gas Fees auf Hochstellen. Also geht hier oben auf Empfehlungen anzeigen, ihr seht es hier oben rechts, speichert das Ganze und bestätigt, dass das eure Transaktion auch durchgeht. Da das Polygon Netzwerk aktuell sehr ausgelastet ist, solltet ihr das machen, damit die Transaktion einigermaßen schnell durchgeht. Dann bestätigt ihr das Ganze und müsst dann in einem zweiten Schritt hier nochmal auf den blauen Button gehen, wenn die ganze Transaktion durchgegangen ist, um eben eure Token final von OP2 in OP3 umzuwandeln. Ihr werdet genau die gleiche Anzahl von OP2 in OP3 bekommen. Deswegen macht euch da keine Sorgen. Wenn ihr gerappte Token haltet, beispielsweise auf Maxi oder diese hier oben über die Wrap-Funktion gerappt habt, werdet ihr auch genau die gleiche Tokenanzahl in OP3 ausgeschüttet bekommen.
Das Ganze solltet ihr jetzt innerhalb von einem Monat circa machen, da ich denke, dass der Contract für den OP2-Coin in Zukunft aufgelöst wird. Wir sehen das auch hier beispielsweise, das ist jetzt der OP2-Contract. Wir sehen, hier ist kaum mehr Liquidität verfügbar. Deswegen solltet ihr das zeitnah machen, um hier einfach auf dem Laufenden im Projekt zu sein. Dann jetzt hier nochmal zu der Strategie, wie man vom Arbitrage-Handel profitieren kann. Und zwar Arbitrage-Handel ist nichts anderes wie Preisunterschiede von einer Börse zur anderen Börse zu handeln und davon eben zu profitieren. Sie haben dazu hier in Ihrem Discord-Announcement-Channel auch einen Artikel geschrieben. Und zwar, es gibt zwei Möglichkeiten, wie man von dem Ganzen profitieren kann. Und zwar, wenn der Grundwert von gerappten OPT, und zwar das Ganze bezieht sich immer auf den gerappten Token, da man auf der Börse eben nur den gerappten Token handeln kann, höher ist als der Preis auf MaxC. Also wenn wir jetzt beispielsweise das Ganze hier anschauen und auf MaxC einmal rüberspringen, dann sehen wir, der Preis bei MaxC ist gerade bei 2,22 und der Preis auf der Homepage, der quasi mit QuickSwap verbunden ist, ist bei 2,32. Heißt, hier ist ein aktueller Preisunterschied von 10 Cent. Damit spielt sich dieses Szenario aus. Und dann schreiben sie, könnte es profitabel sein, Wrapped OPT auf MaxC zu kaufen, da sie ja dort nur 2,22 kosten, das Ganze auszuzahlen, an seine Metamask zu schicken, zu unwrappen, also quasi hier auf die Seite zu gehen, das Ganze zu unwrappen, wenn man das Ganze hier einmal andersrum dreht und hier beispielsweise 200 OPT gerappt gekauft hat, diese in OPT 3 jetzt aktuell umwandelt. Und sobald ihr das Ganze geunwrappt habt, müsst ihr natürlich das Ganze nochmal auf QuickSwap verkaufen, also dementsprechend auch das Ganze hier flippen, den dementsprechenden Token auswählen und das umtauschen und dann habt ihr quasi final von diesem Preisunterschied profitiert. Und das Ganze könnt ihr natürlich den anderen Weg auch machen, und zwar wenn der Grundwert von gerappten OPT niedriger ist als der Preis auf MaxC, also hier nochmal in diesem Beispiel erklärt, wenn dieser Wert hier beispielsweise nur bei 2 Dollar wäre und wir hier auf MaxC diesen 2,22 Dollar Preis haben, dann könnte es profitabel sein, ob 2 bzw. ob 3 mittlerweile auf QuickSwap zu kaufen, diese dann auf der Homepage zu wrappen und dann an die Börse zu schicken und auf MaxC zu verkaufen, da man ja dort dann quasi 22 Cent mehr erhält als hier auf QuickSwap. Wie gesagt, ich habe das Ganze auch schon gehandelt. Ich kann euch das hier einmal kurz im Verlauf zeigen. Ihr seht hier meine ganzen Kaufs- und Verkaufsaktionen für den gerappten OPT-Coin. Habe dadurch, wie gesagt, schon lange jetzt meinen Break-Even-Point erreicht. Handel jetzt hier nur noch mit Profiten. Wie gesagt, schaut immer, dass ihr am besten auf MaxC Limit-Order setzt für das Ganze, da hier nicht so viel Liquidität verfügbar ist. Ihr seht jetzt hier, was hier gehandelt wurde. Circa 14.000 USDT in der letzten Stunde. Deswegen kann der Preis, wie ihr hier seht, am 13.10., an dem ich mein größtes Volumen gehandelt habe, auch mal runter auf 93 Cent fallen. Ihr könnt das Ganze dann hier günstig auf MaxC kaufen und dann auf QuickSwap für Profite wieder verkaufen. Ihr findet den Link zu MaxC natürlich unten in der Videobeschreibung. Macht das allerdings nur, wenn ihr euch wirklich damit auskennt, wie man diese Börse hier bedient. Ansonsten lasst einfach die Finger davon, haltet den Token, profitiert von der 1% Rendite, da das wirklich hier nur für fortgeschrittene Leute ist. Das war es dann im Grunde auch schon zu den neuesten News zum Projekt. Wie gesagt, ich halte jetzt aktuell 220 OPT, warte jetzt, wie sich der Preis entwickelt, ob wirklich das Marketing reinkriegt, werde dann wieder eine gewisse Anzahl an Token abstoßen. Das Ganze soll ja zukünftig deflationär werden. Es werden mittlerweile immer mehr Token verbrannt. Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich dieses Projekt hier weiterentwickelt. Wie gesagt, wenn der Preis fällt, meine Marke ist aktuell bei 1,30 Dollar bzw. unter 1,40 Dollar, wo ich wieder zukaufen werde, um das Ganze zu höheren Preisen abzustoßen. Aber wie gesagt, nochmal, wenn ihr einfach den sicheren Weg gehen wollt, hier eure 1% pro Tag bekommen wollt, lasst die Coins einfach in eurer Wallet hier drin liegen. Ihr haltet 1% pro Tag auf euer Guthaben gutgeschrieben, habt keine Kopfschmerzen, braucht nicht manuell reinvestieren, das Ganze funktioniert automatisch und währt dann quasi nach 100 Tagen bzw. mit dem Zinseszinseffekt weit vor den 100 Tagen Break-Even. Solltet dann meiner Meinung nach euer initiales Kapital hier rausziehen, damit ihr quasi nur noch Spielgeld in diesem Projekt habt und einfach auf der sicheren Seite seid. Das war's mit diesem Update-Video. Wenn ihr jetzt Fragen habt zum Projekt, gerne unten in die Kommentare. Wie gesagt, wenn irgendwas in diesem Video nicht ausführlich erklärt werden sollte, dann schaut gerne in der Optimus Academy vorbei. Dort ist wirklich alles Schritt für Schritt für Anfänger erklärt. Alles sehr, sehr im Detail. Also gerne hier einfach mal reinschauen. Wenn euch das Update-Video jetzt an dieser Stelle gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen da. Wenn ihr mit mir kommunizieren wollt, könnt ihr mir gerne auf Twitter schreiben. Link wird unter anderem auch wie zum MaxC und zum Projekt in der Videobeschreibung sein oder hier auf dem Kanalbanner. Das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen.